Beim Power-to-Gas, kurz PTG-Verfahren, wird elektrische Energie, insbesondere überschüssige elektrische Energie aus Windkraft und PV, in brennbares Gas umgewandelt. Das Gas kann dann später genutzt werden, wenn die Energie wieder benötigt wird. Es kann daraus beispielsweise wieder Strom und Wärme erzeugt werden, aber auch ein Einsatz für Gasfahrzeuge oder in energieaufwendigen Industrien wie der Stahl- oder Aluminiumindustrie ist möglich. Wie eine solche PTG-Anlage aufgebaut ist und funktioniert, warum diese Technologie so interessant ist für die Energiewende und welche neuen Entwicklungen es in diesem Bereich gibt, erfahrt ihr in diesem Video. Der erste Schritt beim Power-to-Gas ist die Umwandlung von Strom in Wasserstoff, in der Chemie als H2 bezeichnet, da Wasserstoffmoleküle jeweils aus zwei Atomen bestehen. Die Umwandlung geschieht in einem Elektrolyseur, in dem Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff geteilt wird. Grundsätzlich wird dabei eine Spannung an zwei Elektroden in einem Behälter mit Wasser angelegt, wodurch die Wassermoleküle gespalten werden. Am Minuspol entsteht Wasserstoff und steigt auf, am Pluspol Sauerstoff. Wie das Ganze etwas detaillierter funktioniert und welche Verfahren es gibt, erfahrt ihr später. Grundsätzlich ist schon der Wasserstoff ein brennbares Gas, das so in einigen Prozessen in der Industrie auch in Zukunft eingesetzt werden soll. Da die Wasserstoffmoleküle jedoch sehr klein sind und das Speichern und Transportieren von Wasserstoff dadurch ein gewisser Aufwand ist, ist es auch möglich, den Wasserstoff zusammen mit CO2 in Methan umzuwandeln, das dann einfach in der bestehenden Gasnetzinfrastruktur transportiert und gespeichert werden kann und in bestehenden Kraftwerken oder BHKWs wieder in Strom umgewandelt werden kann. Diese Umwandlung zu Methan wird als Methanisierung bezeichnet. Aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid entsteht in einer exothermen Reaktion Methan, Wasser und Energie in Form von Wärme. Auch hier gibt es unterschiedliche Arten von Anlagen, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Die Power-to-Gas-Anlage kann im Betrieb immer dann, wenn überschüssiger oder sehr günstiger Strom vorhanden ist, genutzt werden, um den Strom in Wasserstoff oder gegebenenfalls Methan umzuwandeln. Methan wird in diesem Zusammenhang auch häufig als SNG bezeichnet, vom englischen Synthetic Natural Gas. Neben dem Vorteil der Speicherung kann SNG auch in allen anderen Sektoren eingesetzt werden, da Gas auch sehr viel im Wärmesektor und teilweise in der Mobilität eingesetzt wird. Aktuell sind Power-to-Gas-Anlagen noch recht teuer und durch die potenziell wenigen Betriebsstunden, da es bisher nicht genug erneuerbare Erzeugung gibt, sind sie noch unwirtschaftlich. Bei weiterer Steigerung des erneuerbaren Anteils wird sich das jedoch ändern und für 100% erneuerbare Erzeugung werden sie dringend notwendig sein. Schauen wir uns im Folgenden die Elektrolyse etwas genauer an. Zunächst betrachten wir die alkalische Elektrolyse, da diese aktuell großtechnisch am häufigsten eingesetzt wird. Im Elektrolyseur befindet sich dabei eine bis zu 40%ige Kalilauge. Der Anteil an OH-Ionen in der Flüssigkeit ist dadurch sehr hoch. Zusätzlich zum eingangs gezeigten Bild ist zwischen den Elektroden im Becken eine Membran, die durchlässig ist für diese OH-Ionen, aber nicht für die Gase Wasserstoff und Sauerstoff. Bei der Elektrolyse laufen zwei unterschiedliche Reaktionen ab. An der Kathode wird aus zwei Wassermolekülen und zwei Elektronen Wasserstoff und zwei OH-Ionen. Die OH-Ionen wandern aufgrund der Spannung zwischen Anode und Kathode durch die Elektrolytflüssigkeit und durch die dafür durchlässige Membran zur Anode. Dort werden die OH-Ionen umgewandelt in Sauerstoff und Wasser und die beiden Elektronen werden wieder frei. Je nach Größe der Anlage und benötigten Druck des Wasserstoffs werden in alkalischen Elektrolyseuren Wirkungsgrade zwischen 65% und 80%, bei niedrigem Druck teilweise sogar 85% erreicht. Ein weiteres häufig genutztes Verfahren ist die PEM-Elektrolyse. Hier werden statt den OH-Ionen H+-Ionen in entgegengesetzter Richtung, also von Anode zu Kathode, transportiert. Dies geschieht über eine sogenannte Polymer-Elektrolytmembran, kurz PEM. Das Verfahren erzielt meist etwas schlechtere Wirkungsgrade als die alkalische Elektrolyse, hat aber den Vorteil, dass die elektrische Leistung, mit der die Anlage betrieben wird, schnell geändert werden kann. Dadurch ist das Verfahren insbesondere bei sehr volatiler Einspeisung von PV und Wind eine gute Alternative. Bei der Hochtemperaturelektrolyse wird nicht Wasser, sondern Wasserdampf bei etwa 500 bis 1000 Grad gespalten und es werden O2-Ionen über ein festes Oxid transportiert. Daher wird das Verfahren auch Solid Oxide Electrolysis, kurz SOEC, genannt.
Das Verfahren wird bisher meist nur in der Forschung genutzt. Es hat den Vorteil, dass teilweise thermische Energie zur Spaltung des Wassers genutzt wird und so der Wirkungsgrad auf bis zu 90% gesteigert werden kann. Es gibt auch nach wie vor viel Forschung in diesem Bereich. So hat das Startup H2Pro beispielsweise die sogenannte E-Tech-Technologie entwickelt. Diese ist ähnlich der alkalischen Elektrolyse, wird aber in zwei Schritten durchgeführt und nutzt dabei nicht nur elektrische, sondern auch thermische Energie und schafft es so, den Wirkungsgrad auf etwa 95% zu steigern. Das Startup will die erste Großanlage mit mehreren 100 Megawatt 2023 fertigstellen. Man darf also gespannt sein. Kommen wir nun zum zweiten optionalen Schritt des Power-to-Gas-Verfahrens, die Methanisierung. Hier gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze und Anlagetypen. Beide nutzen Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid und erzeugen Methan, chemisch CH4. Der erste Ansatz ist der direkte chemische Ansatz, bei dem prozesstechnisch in Reaktoren die chemische Reaktion gesteuert abläuft. Da die Reaktion exotherm ist, entsteht neben Methan auch Abwärme, wodurch der maximal mögliche Wirkungsgrad der Methanisierung bei ca. 86% liegt. Reale Anlagen erreichen etwa Wirkungsgrade um die 80%. Nutzt man die entstehende Abwärme, kann der Gesamtwirkungsgrad jedoch nochmal auf etwa 85% gesteigert werden. Der zweite Ansatz ist die biologische Methanisierung. Hier werden Mikroorganismen genutzt, die Wasserstoff in Methan umwandeln. Diese Mikroorganismen befinden sich zum Beispiel im Fermenter von Biogasanlagen. Für beide Methanisierungsmethoden wird CO2 benötigt. Dies kann zum Beispiel von Verbrennungsprozessen in Kraftwerken, direkt aus der Luft oder auch von Biogasanlagen gewonnen werden. Insbesondere bei Biogasanlagen ist dann die biologische Methanisierung interessant. Da sich im Fermenter bereits die notwendigen Mikroorganismen befinden, ist es möglich, eine Biogasanlage und eine Power-to-Gas-Anlage zu kombinieren. Der Wasserstoff aus der Elektrolyse wird direkt im Fermenter von den Mikroorganismen in Methan umgewandelt. So ist es möglich, Biogas mit bis zu 95% Methananteil zu erzeugen, das nach der Aufbereitung ins Gasnetz eingespeist werden kann. Das Verfahren befindet sich jedoch noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, wodurch im Idealfall sogar eine Steigerung des Methananteils möglich sein könnte, um so die Aufbereitung zu vereinfachen. Schaut euch bei Interesse auch das Video zu Biogasanlagen in der Infokarte an. Ein großflächiger Einsatz der Methanisierung ist heutzutage noch nicht sinnvoll, da bisher noch ein großer Teil des weltweit benötigten Wasserstoffs aus Methan bzw. Erdgas hergestellt wird, sogenannter blauer Wasserstoff. Daher sollte wohl zunächst dieser Anteil durch den in Elektrolyseuren gewonnenen grünen Wasserstoff ersetzt werden, bevor in größerem Maß in Power-to-Gas-Anlagen auch methanisiert wird. Insgesamt ist Power-to-Gas eine wichtige Technologie für die Energiewende, insbesondere für einen sehr hohen erneuerbaren Anteil, wohl auch notwendig, da es bei viel Wind und Sonne sehr große Überschüsse geben wird, die gespeichert werden müssen. Durch Power-to-Gas ist eine Langzeitspeicherung bis hin zum saisonalen Ausgleich bei einer Speicherung in der vorhandenen Gasinfrastruktur in Deutschland möglich. Zunächst machen wohl reine Elektrolyseanlagen, die Wasserstoff herstellen, mehr Sinn. Später ist aber auch die Methanisierung eine interessante Technologie, da die gesamte Gasinfrastruktur, die in Deutschland sehr gut ausgebaut ist, genutzt werden kann. Der als Hauptargument gegen Power-to-Gas genannte Wirkungsgrad wird durch die Forschung immer weiter gesteigert. Wird zusätzlich die Abwärme sinnvoll genutzt, Stichwort Dekarbonisierung im Wärmesektor, wird Power-to-Gas eine wichtige Technologie in der Zukunft im Bereich Langzeit- und saisonaler Speicher, auch wenn sie aufgrund der Wirkungsgrade für Kurzzeitspeicherung nicht geeignet ist. Wenn du dich für wichtige Speichertechnologien der Energiewende interessierst, schau dir jetzt noch dieses Video hier an. Mehr Informationen zu Biogasanlagen und deren Bedeutung für die Energiewende gibt es außerdem hier.